Moin Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zu Folge 7 von Dark und die nennt sich Kreuzwege. Vorher lasst mich mal noch sagen, wir sind inzwischen über 50 Leute, seitdem wir Dark zusammenschauen. Das heißt, die Abonnentenzahl hat sich verdoppelt und ich sehe auch in der Watchtime, wie viel ihr dann tatsächlich immer hier schaut. Also auch die Leute, die mich nicht abonniert haben, könnt ihr gerne tun an dieser Stelle. Auch gerne die Glocke aktivieren natürlich und ein Like da lassen, wenn ihr denn mögt. Aber jede Sekunde, ja, jede Minute, jede Interaktion freut mich wirklich sehr, dass ihr eure Zeit nehmt und sie in meine Videos investiert. Von daher vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt aber Folge 7, Kreuzwege. Lasst uns direkt loslegen. Und wie immer, viel Spaß. Ist das Yannis oder Yassin? Yassin hieß er, glaube ich, der auch verschleppt wurde in 2019. Aber irgendwie sehen seine Klamotten... Aha! Ich glaube, es ist nicht Yannis. Er wurde verschleppt, Freunde. Großartig. Wer war er noch? Verdammt. Das war der Vater von Ulrich, der Vater von Peter. Der wurde verschleppt, Freunde. Der wurde verschleppt. Ulrich weiß ja, dass... Das Mats ist, der kleine Junge. In welchem Zeitraum der Konservierung sprechen wir denn? Ungefähr 33 Jahre. 33 Jahre. 33 Jahre. So wie der aussieht. Das ist eher unmöglich. Er ist also durch die Zeit gereist. Und dabei gestorben. Hat nicht funktioniert, was Noah versucht hat. Das ist mir nämlich auch letztens noch eingefallen. Ines gibt sich ja nur als Mutter von Mikkel aus. Da Mikkel ja eine andere Mutter hat, ne? Katharina, glaube ich. Ja, im Atomkraftwerk wird sicherlich irgendwas gefunden werden, aber das hängt so in der Form nicht mit den Zeitsprüngen zusammen. Der Müll hat vielleicht eine Auswirkung, aber ich glaube nicht, dass die hauptverantwortlich sind. Die haben was zu verschleiern, hat man gesehen, 86. Also... Da. Wie hieß dieser Hausmeister denn noch, der da... Genau. Helge. Genau, Helge wurde entführt, als er klein war, weil Helge ist doch der ältere Herr im Pflegeheim. Und deshalb weiß Helge auch mehr. Guck mal, Helge ist verletzt an der linken Seite. Mit Sicherheit von der Entführung. An ihm wurden auch Versuche versucht. Weil bereits Helge entführt wurde in seiner Kindheit. Die Frage ist, wurde Peter auch mal entführt? Und die Kindheit von Helge ist ja schon einige Jahrzehnte her. Bereits 86. Ja, mindestens nochmal, keine Ahnung, weil er da 50 war. Mindestens nochmal 40 Jahre. Grob. Also, in den 40er Jahren wurde Helge ungefähr entführt. Das könnte ja sogar sein, dass Helge, was mit dem Verschwinden von, Aussage von Helge, das kann ja sogar sein, dass Helge was mit dem Verschwinden von Mats zu tun hat, weil er bereits mit Noah zusammenarbeitet. Das ist der Weg zum Krankenhaus. Das ist eine Abkürzung. Was ist denn mit ihm los? Hat der Polizist was mit den ganzen verschwundenen Kindern zu tun? Okay, und dann eine Abkürzung. Einfach nur gut inszeniert von den Machern. Was haben Sie gerade gesagt? Hey, was haben Sie gesagt? Warum waren Sie vorgeladen? Ich kann das ändern. Ich kann die Vergangenheit ändern. Und die Zukunft. Mhm. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Raus mit! Helge weiß Bescheid. Helge ist involviert. Helge ist involviert, Freunde. Da sieht er seinen Vater jetzt, beziehungsweise Mikkel, aber... Wie wenig wir doch von der Welt verstehen. Er ist schon wieder am Start! Wo kommt er überhaupt her so schnell? Ein Leben für ein Leben. Also sein Leben für das von Mikkel quasi, weil Mikkel ja 86 bleiben muss. Jetzt wissen wir auch, was für eine Art Zeitreisethema Dark ist. Das Helge, erfahren wir, was du zu verbergen hast, mein Freund. Da ist das Papier.
Ja, er wurde doch da selbst mal entführt und wurde dann irgendwie, keine Ahnung, einer Gehirnwäsche unterzogen, weshalb er dann die Kinder entführt und dann macht das sein Sohn weiter, nachdem er nicht mehr in der Lage war, also Peter Doppler. Ja, stimmt. Ulrich hat ja auch Kinder mit Katharina, neben Mikkel, Martha und ja, ich sag immer noch Magnussen, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und wenn Mikkel der Vater von Jonas ist, ist Martha entsprechend seine Tante. Was ja auch crazy ist. Also wirklich blutsverwandt und Tante. Dann ist das vielleicht auch die Idee, die ich hatte, dass wir nennen ihn weiter den Magnussen, also den älteren Bruder von Martha. Das könnte noch der nicht mehr ganz junge Mann aus der Zukunft sein, der gerade Jonas die ganze Zeit hilft, weil Jonas eine größere Rolle spielt, von dem auch der ältere Mann weiß. Das heißt, ja, er ist wie Doc Brown auch zurück in die Zukunft bereits weiter in der Zukunft gewesen. Aber wie macht er das? Da habe ich etwas beobachtet. Vor dem Haus gegenüber hat sich ein Vater mit einem Mann gestritten. Noah war das? Aber ich fand das eigenartig, dass sich ein Pfarrer so streitet. Und heute früh habe ich denselben Mann gesehen. Wen jetzt, den Pfarrer? Nein, nicht den Pfarrer. Den anderen. Es war derselbe Mann. Ich weiß das, weil er etwas am Ohr hatte. Das war vernarbt Helge. Oder entstellt. Aber er war nicht einen Tag älter. Er sah genauso aus wie vor 33 Jahren. Helge kann durch die Zeit springen. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber es war derselbe Mann. Die jüngere Version von Helge, Freunde, das ist korrekt. Helge ist der Unterstützer von Jonas, wie man erst ab der Folge vermutet. Und anscheinend können beide eigene Zeitsprünge verursachen und so durch die Zeit reisen. Das müsste dann auch der nicht mehr ganz so junge Mann können, der die ganze Zeit Jonas hilft. Ist dieser Unfall noch entscheidend von Helge? Wurde er entführt? Da ist schon wieder diese Tür. Jonas kehrt wieder zurück in die Gegenwart. Du kannst also jederzeit einfach in der Zeit hin und her gehen. Dieser Termin steht sicherlich auch in diesem Buch von Peter, was er in der 6. Episode hatte. Das heißt, es wurde bereits gesetzt, dass Jonas erneut in der Zeit springt. Wer ist der tote Junge? Ist das Erik? Mats? Wobei, wenn wir 86 sind, dann müsste das ja Mats sein. 5.11.53. Das meine ich ja. Er hat bereits mal jemanden entführt oder so. Helge vielleicht, 53. 9.11.53, 4 Tage später. Was auch immer diese Zahlen bedeuten. Freunde, während ich hier gerade das iPad zusammenklappe, da habe ich nämlich heute Dark drauf geschaut und die Kopfhörer beiseite tue, fragen wir uns zuletzt, was sind diese neuen Daten? Was haben wir rausgefunden in der 7. Folge? Naja, im Prinzip wurden erneut wieder nur mehr Fragen gestellt als wirklich beantwortet. Wir haben erfahren, Helge hängt damit drin in den Entführungen. Und Helge kann wohl durch die Zeit reisen, denn die Mutter von Ulrich hat ja diesen Mann gesehen mit der verbrannten Gesichtshälfte oder den Narben auf der einen Hälfte. Und zwar in 2019 als auch um 86. Also kann Helge durch die Zeit reisen? Wenn ja, wie? Auch im Höhlensystem wie Jonas. Jonas ist durch die Zeit gereist, hat Mikkel gesehen, hat auch wieder sein älteres Ich vielleicht gesehen oder ist es jemand anders, der ihm hilft, durch die Zeit zu reisen. Aber jetzt ist er wieder 2019. Ja, wie gesagt, Folge 7, Kreuzwege, lässt einen weiter mit Fragen zurück.
ja, die wichtigsten Fragen sind immer noch die Motive von Noah und im Prinzip, wie alles weiter zusammenhängt. Umso weiter wir voranschreiten in Dark, umso komplexer wird es. Wir gucken einfach mal, was Folge 8 kann. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Format gefällt. Aktiviert gerne die Glocke und was man sonst noch so macht. Dieser Tage. Ja, ich bleibe mit vielen Fragen zurück und sage erstmal bis morgen.